Und damit herzlich willkommen zurück zu Max Payne 1. Ja, wir sind immer noch in dem Restaurant und wurden letztes Mal in den Hinterhalt gelockt und das ganze Hotel, warum will ich mal zu Hotel sagen? Das ganze Restaurant steht in Flammen, aber wir haben es Gott sei Dank heil geschafft, da rauszukommen. Und hatten hier wieder ein bisschen Spaß, wir haben ein bisschen gesoffen. Und ich werde nochmal versuchen. Die Kisten gehen nicht kaputt. Nein. Gut, dann würde ich sagen. Hier ist auch nichts mehr. The mobsters have been guarding a real treasure, the way out of this disco inferno. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Und ich schalte jetzt schon mal auf die Colt Kommando. Ach, it's Payne, sag das doch. Ja. So viel dazu. Jetzt weiß ich ja doch wieder, was mich erwartet. There I am, bitches. Oh, fuck. Alter, was geht euch denn? Alter! Alter, shit. Wie mache ich denn das am dümmsten? Wer kommt jetzt noch? Speichern. Aha. Kommst du? Aha. Da ist er ja. Scheiße. Voll getroffen. Warum ist halt so? Bitch. Jetzt bin ich runtergefallen. Wollte ich doch gar nicht. Okay, ich gehe ungern in diese räudige Pampe. Weil das ist ja schon so ein bisschen eklig, ne? So, Schrotflinte ist voll. Dann steht keiner dort auch nicht. Das ist sehr gut. Was bist du denn? Lackaffe, Alter. Bin ich da voll reingelaufen, ist ja klar. Hauptsache, wie dumm, Alter. Steht er da einfach erstmal? Ach da. Verdammte Scheiße. Ich sollte besser erzielen. Und dann speichere ich hier vorne nochmal. Zack. Und. Ich sollte das doch so machen. Wo steht er denn? Ach, da oben. So. Noch jemand? Irgendwer? Niemand? Boah, die mit ihrer Schrotflinte, Alter, das geht gar nicht. Das ist richtig zum Kotzen. So. Ach da! Braucht er mir extra ankündigen? Okay, das wird fett. Und falls ihr jetzt denkt, warum benutze ich die Colt Kommando nicht, weil die ja so richtig geil ist. Nein, die brauche ich später noch ganz dringend. Na, krieg ich dich? Scheiße. Ach ne, das bin ich beim Laufen. Ich dachte, eben schon schießt einer. Okay, hier gibt es nichts. Meine Schrotflintenmuni ist voll. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt. Oh Scheiße, meine Ingrams sind fast leer. Das ist Kacke. Aha, City Shuas. Do not enter for. Bla, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Vlad had seen my smoke signals. The Mercedes was revving to go, almost drowning out the Banshee wail of the sirens. You coming?
We'll drop you off at the Punchinello Manor. Sounds good to me. When this is over, look me up. I could use a professional like you. I'll keep that in mind. Kapitel 5 Engel des Todes. The night groaned with cold. The garden lights flickered nervously. In their light, the falling snow was dead white before the darkness ate it up. I had heard the stories. The trio were mad dogs. They'd have hung the heads of their enemies over the manor gates if the capo had only let them. Punchinello wanted pain. He'd see the pain. The trick in my situation was that there was no trick, no matter what the movies tell you. No rules, no secret mantra, no roadmap. It wasn't about how smart or how good you were. It was chaos and luck. And anyone who thought different was a fool. All you could do was to hang on madly, as long and as hard as you could. Someone had graciously left the back door open for me and killed the guards. My money was on Mona. I knew the trio would be standing between me and Punchinello. I had read their rap sheets, thick as phone books. No one would be walking out of here alive. The numbing cold of the broken night had followed me in. Upstairs, the trio tangoed down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts. The blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Pilot Providence, a.k.a. Big Brother, and Joe Deadpan Salem. The pistol was a frozen lump in my hand, piercing the skin, gnawing me to the bone. So, und jetzt sind wir im Punchinello-Anwesen, würde ich dann mal sagen. Und wir müssen jetzt hier die drei Affen erledigen. Scheiße, ich habe fast keine Muni mehr. Und anscheinend war Mona schon hier. Ah. Wow. Fuck you. Shit. Na komm. Ach, Spaziergang oder was? Pain. Damn shit, it's pain. Oh fuck, steht noch einer. Hatte ich ja noch gar nicht gesehen. Hallo. Zeig dich. Arschloch. Ja, der war ja. Hä, wo läuft der hin? Ich will auch Party. Ich will noch gar nicht weiter. So. Erstmal fix speichern. Und dann nehme ich erstmal wieder hier den ganzen Laden auseinander. So, da noch irgendwas Interessantes? Nö. Schmerzmittel, sehr gut. So, hier noch irgendwas? Nö. Da auch nicht, kommen wir vorne rein. Speichern. Auf jeden Fall ist da schon mal Blut. Natürlich kommen wir rein. In death, the thug had been promoted to messenger. Someone hadn't enjoyed the Don's hospitality. Someone with a flair for the dramatic. Someone who had let herself out of a locked cell and passed a couple of armed guards. My thoughts were on Mona again. I could only hope she was a good enough gambler to walk away while she was still winning, before she'd run into the trio. Okay. So. Mona hat angefangen zu säubern. Oder war es vielleicht doch nicht Mona? Aber auf jeden Fall werden wir jetzt den Rest erledigen. Hallo! Ich wusste, dass hier nur einer rumsteht. So, was versteckst du denn schön? Hä? Nix. Doch, Painkiller. Hab ich fast übersehen. Gut. Berettas. Nö, ich gehe jetzt mal wieder auf die Ingrams. Okay. Okay, ach. Oh. No, no, no one's going any place. Too late for that. He walks in, we win.
Guten Morgen. Stört euch beim Saufen, oder? Verdammt. Hab ich hier meine Fresse zu weit aufgerissen, wa? Und da bist du auch noch. Super. So schnell kann man drei Vollidioten erledigen. Ach, Ingram Money. Ich bin ja so froh, wenn ich die habe. Kann ich eigentlich? Hihihi. Finde ich immer voll toll. Okay. Ihr drei Vollspackos habt nichts mehr. Da vorne geht's weiter. Kann ich hier was machen? Nee. Okay, ich gehe wieder auf die Ingram-Money. Oh, und schon wieder ein Treppenhaus. Oh, und ich weiß, wo wir jetzt hinkommen. Und... ach komm, weißt du was? Ich zeig's euch einfach. It didn't take me long to run into the trio. Wir haben nämlich jetzt das Trio gefunden. Sprich, wir sind jetzt im Haus von... von Punchinello drin. It didn't take me long to run into the trio. Okay. Scheiße. Scheiße. Wie meine ich das jetzt am dümmsten? Ich glaube, verstecken. Verdammt! Verstecken die sich da alle gleich hinter der Tür. Hinter dem Tisch, die scheiß Bastarde. It didn't take me long to run into the trio. Fuck off, Alter. It didn't take me long to run into the trio. Ich speichere hier nochmal. Scheiße, ich kann aus der Tür raus. Number one. Scheiße, komm, ich schluck noch ein Schmerzmittel. Und dann gehe ich da erstmal in Dual Barattas rein. Glaube ich. Ja! Nummer 1 ist Geschichte. One down, two to go. I knew that you were coming. Fuck! Scheiße. Okay, dasselbe Prozedere nochmal. Tut mir leid. So macht man eine Tür nicht auf. War jetzt irgendwie ganz schön dumm. Damn it, shit. You're dead, bitch. One down, two to go. Alter, warum hab ich gerade so Lags, ey? Das geht grad gar nicht. Say goodnight. Gut. Haben wir den Bastard auch erledigt. Und ich sag euch, es wird nicht einfacher. So, hier vorne können wir nichts mehr machen. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange die Folge wird. Aber das soll uns doch gerade erstmal egal sein. My fortune had been told. Okay, wir lappen an Grammony rum. Und dort vorne gibt es noch Painkiller. Glaube ich. Nein. Okay, dann. Aber hier. Gut, und ich würde sagen, das war's dann erstmal wieder für diese Folge. Und beim nächsten Mal gucken wir dann, was es hier auf dem Tisch Schönes gibt.
Und bis dann sage ich wie immer Tschüss und auf Wiedersehen.